Quarko Sakai Fish Farm, 1,5 Jahre, 47 cm, 48 cm plus minus 1. Weiblich, noch frei, also noch nicht verkauft. Wachstumshälterung ist nächstes Jahr möglich. Anfragen per Mail oder Telefon könnt ihr anrufen, wenn ihr euch interessiert für diesen Fisch. Endmaß nächstes Jahr Mai, 55 bis 60 cm. Sehr guter Body. Sehr gutes Benny. Fisch ist hoch, also wird auch groß. Ich weiß nicht, ob man es mit der Kamera sieht. Man sieht hier die Benny-Entwicklung. Mit den etwas helleren Teilen in der Schuppe. Und so wie der Strich in der Mitte ist, so wird es Benny. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Es ist ein dunkelroter Strich in der Mitte und der schiebt sich dann nach hinten. Also sehr guter Fisch. Hautqualität exzellent und hat hinten in der Schwanzflosse ein bisschen rot. Also wem das nicht stört, der Fisch wird so im Moment bei 2.000 bis 3.000 Euro liegen. Muss man es dann angucken, ich habe die Einkaufspreise nicht so genau im Kopf. Also wer einen sehr guten Kohaku sucht, der ist da, wenn die Zeichnung fällt natürlich, mit dem Fisch gut dabei. Sakai ist ja bekannt. Und Endgrößen bei diesen Fischen auf jeden Fall um die 80 cm. Und die werden dann wirklich so groß. Also ich erzähle keinen Käse wie so manche andere, wo jeder Fisch 80 wird. Also das macht keinen Sinn. Aber die haben auf jeden Fall die Voraussetzungen.